Teil-Lockdown, harter Lockdown, Verlängerung. Wie schon in den vergangenen Monaten entscheiden heute Kanzlerin und Länderchefs über die Maßnahmen. Und schon vor dem Gipfel scheint man sich weitestgehend einig. Die Maßnahmen sollen bis Ende Januar verlängert werden. Selbst kleine Lockerungen sind kaum zu erwarten. Sie brauchen sich ja einfach nur die Infektionszahlen ansehen und einen normalen Menschenverstand haben. Dann weiß man, dass für Öffnungen nicht sehr viel Spielraum ist. Strittig ist noch, wann Schulen und Kitas wieder öffnen. Die Kultusminister der Länder haben einen 3-Stufen-Plan für die Rückkehr zum Präsenzunterricht vorgelegt. Die Jüngeren, Klasse 1 bis 6 zuerst, die Älteren sollen länger zu Hause bleiben. Einen genauen Zeitplan gibt es jedoch noch nicht, kritisiert der Lehrerverband. Es wird keine Verlängerung der Ferien geben, dafür haben wir uns auch immer eingesetzt. Aber ich glaube, dass die Mehrheit der Schüler nicht an die Schulen zurückkehren wird. Zurück zur Normalität. Der Bundesgesundheitsminister hält Lockerungen für möglich, sobald die gefährdete Altersgruppe der über 70-Jährigen geimpft ist. Das soll deutlich vor dem Sommer der Fall sein, so Spahn.